Ein feierliches Versprechen wird den Schülern, die zur Glaubensunterweisung zugelassen werden, abgenommen und die Mahnung erteilt, sich nicht nach dieser vergänglichen Welt auszurichten, sondern nach der immer gefestigten Natur der Engel, zu denen sie aufschauen sollen. Durch dieses Beispiel wird ihre Festigkeit und Beständigkeit in der Tugend öffentlich gestärkt. Da uns in der Tat verheißen ist, dass nach der Auferstehung das Leben dem Zustand der Engel ähnlich sein wird und der es verspricht, lügt nicht, so folgt daraus, dass sich schon das Leben in dieser Welt jenem angleichen muss, das wir für später erhoffen. In der Weise muss das geschehen, dass wir, während wir im Fleisch leben und uns auf dem Acker dieser Welt befinden, doch nicht nach dem Fleisch leben und uns nicht dieser Welt gleichgestalten, sondern uns bereits dem Leben anpassen, das wir nach dem Leben in dieser Welt erhoffen. Deshalb richtet die Brautkirche an die Seelen ihrer Schüler die beschwörende Mahnung, das Leben auf diesem Acker nach oben auszurichten, nach den himmlischen Mächten zu schauen und durch Gelassenheit die Reinheit der Engel nachzuahmen. Liebe Schwestern und Brüder, es mag sein, dass wir diesen Text des großen Kirchenlehrers Gregor von Nyssa vielleicht heute noch als beschaulichen Text durchgehen lassen. Aber ich wage mir kaum vorzustellen, was geschehe, wenn wir den bei irgendeiner heutigen Kirchenversammlung vorlesen und sagen, lasst es uns so machen. Das ist ein gutes Konzept. Ein Gregor von Nyssa hat viele Leute getauft. Und er hat sie genau nach diesem, sagen wir einmal, Pastoralkonzept vorbereitet. Er wusste, wovon er sprach. Er kam aus dieser ganzen sich damals im Aufschwung befindenden Mönchstradition, die immer vom Bios Angelikos sprach, vom engelgleichen Leben. Und das keineswegs nur für die Mönche. Die sind sozusagen das Paradebeispiel. Es galt für alle. Den Schülern wird dieses Versprechen abgenommen, die zur Glaubensunterweisung zugelassen werden. Bei der Taufe selber wird dann der Bischof, in diesem Fall in der alten Kirche, oder der Priester bis heute in der Ostkirche sprechen, der Herr stelle dir einen lichtvollen Engel an die Seite, der dich vor allem behütet, vor allen Gefahren. Die Ausrichtung nach oben. Wenn wir heutige Texte lesen, wo die Kirche ratlos versucht und fragt, wo sollen wir Maß nehmen mit unserer Verkündigung, dann landet sie immer beim Menschen heute. Sie landet im Tätowierungsladen, im Nagelstudio. Das ist das Maß heute. Das kann man bei kirchlichen Veranstaltungen, die hochbezahlt sind, nachlesen. Und wenn man das in sich heranlässt und einen solchen Text liest, dann merkt man gleich, was falsch ist, was nicht funktioniert, was zu nichts führt. Denn nehmen wir Maß an uns selber, das heißt nicht, dass die Menschen im Tattoo-Studio oder im Nagelstudio schlechtere Menschen sind als wir. Das ist damit nicht gesagt. Aber Maß nehmen an uns selber. Wenn diese Schüler Maß nehmen bei Gregor von Nyssa an sich selber oder an ihren Kollegen, die nicht zur Glaubensunterweisung kommen, was soll da herauskommen als wieder der je neu gefallene Mensch, der unendlich vor sich auf der Flucht ist, nie bei sich selber ankommt, alles Mögliche braucht, um zu verhindern, dass es zu einer Aussöhnung kommt, dass Gott einen Platz in seinem Leben hat. Uns, liebe Schwestern und Brüder, hat Gott diesen lichtvollen Engel an die Seite gestellt. Und es liegt an uns, ob wir ihm Raum geben, dass wir uns selber orientieren können. Dass wir uns von ihm, wie wir am Beginn gesungen haben, nach oben führen lassen. Das ist immer die Bewegung der Christen gewesen. Weil dort ihr Maß ist, ihr Maß und ihr Ziel. Oben, nicht hier.